Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Shenmue. Freut mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt hier zu dieser weiteren Folge. Ich selber bin auch froh, dass ich dieses Projekt so gut wie es geht hier weitersetzen kann. Und es ist mal soweit, wir müssen uns ja langsam daran widmen, weiterzukommen. Als nächstes wird es also darauf ankommen, dass wir jetzt spät am Abend wahrscheinlich nochmal schlafen gehen. Und ich werde mal die Zeit nutzen, die wir natürlich noch haben, um noch ein bisschen, noch ein bisschen rum zu experimentieren. Sagen wir es mal so. Ja, die Saturn haben wir schon rausgenommen. Ja, da ist eine Sega Saturn. Die ist hier auch versteckt. Und wie ich gehört habe, soll es auch in dem Spiel irgendwo Spiele geben für diese Konsole, dass man quasi heimzocken kann. Nicht nur in den Hallen. Nein, es gibt auch die Möglichkeit, heimzuzocken. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Müssten wir höchstens mal ausprobieren. Aber da werden wir wahrscheinlich noch dazu kommen. Für alle, die es nicht wissen, was in diesem Raum Tolles ist. In diesem Raum steckt wirklich nur eine Toilette, aber ich werde trotzdem nochmal zeigen, für die Leute, die es verpasst haben. Und das ist auch die einzige Tür, die er schließt. Und ich will ja nicht sagen, ja, lauf doch noch drauf. Hä? War der jetzt wirklich? Ja, nee, komm, stell dich doch nicht da drauf, ey. Ich wollte eigentlich nur rumgucken. Und zwar, ja, das ist wohl die Toilette. Sieht wirklich interessant aus, aber ich will nicht wissen, wie diese alte Frau da drauf geht. Schluss mit Toilettenwitzen. Also schließen wir erstmal hier die Tür. Ich mag den Geruch eh nicht. Ja, rumschnüffeln, rumexperimentieren, das ist schön. Hier gibt es auch ganz interessante Bilder, die ich wahrscheinlich noch gar nicht gezeigt habe. Hier zum Beispiel, das könnte wahrscheinlich ein Drache oder sowas sein. Eventuell ein Drache oder so ist auf jeden Fall immer in Japan. In Japan auf jeden Fall immer ganz gut. Und ja, da wollte ich eigentlich gar nicht in den Notizen rein. Auch ganz schick gemacht. Und hier müsste eigentlich auch draufstehen, was das ist. Das habe ich nämlich noch gar nicht geguckt gehabt. Ja, das ist der Schalter. Jetzt haben wir ausgemacht, das Licht. Weiß ich nicht. Hier müsste natürlich auch stehen, hier steht gar nichts. Toll! Tolle Beschriftung! Junge. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Knopf dazu ist, aber komm, sehen wir mal der Tatsache ins Auge. Das ist auf jeden Fall unwichtig. So, 7 Uhr bzw. 7 Uhr durch. Mal sehen, was wir so alles noch in der Küche haben. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen, was wir vielleicht noch mitnehmen können. Da ist noch eine Tür, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Speisekammer ist. Ich glaube, da komme ich auch mal gleich mal zu. Auf jeden Fall Buffet-Schrank anscheinend und dann haufenweise Kisten. Ist gut, ich habe die Uhrzeit, ja. Aber wie man hier sieht, wie die Zeit hier rennt, also, ist interessant. Ja, ich kann nur auf die Uhr gucken anscheinend, wenn ich die Kartons ansehen möchte. Noch ein paar schöne Bilder. Ich guck mal, ich weiß ja gar nicht, war ich da schon drin? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, weiter kann man auch gar nicht gehen. Finde ich schade. Ach, schade. Nee, weiter kann ich hier leider nicht gehen. Ich habe keine Ahnung, was das blockiert. Vielleicht darf man gar nicht durch die Tür gehen. Ja, vielleicht ist es ein privater Raum. Private Räume sind ja nicht so mein Ding. Als wäre auch etwas nicht fair. Wir könnten natürlich auch noch ein paar Klingelstreiche machen. Tja, was bringt uns das? Ja, gehen wir doch mal in dem, ich glaube, Wohnzimmerbereich. Denn das ist der einzige Raum, wo auch ein Fernseher drin steht. Tja, alles schön hier geordnet. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Überall steht die gleiche Uhr. Ist euch das aufgefallen? Die gleiche Uhr? Die hat doch auch in der Küche gestanden. Was haben wir denn? Haben wir wirklich hier alles durchsucht? Stifte und das alles kann man alles nicht nehmen. Schade. Man merkt sofort, ob man irgendwas nehmen kann. Hier hatten wir nämlich die Batterien auch her. Für alle, die es nicht wissen. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Wie wär's mal, wenn ich damit mal abbrechen würde? Ja. Sieht auch ziemlich cool aus hier. Die
Konsole. Aber zurzeit kann man damit anscheinend nichts machen. Ich weiß auch nicht. Mir wurde nur gesagt, dass man damit auch spielen kann, aber ich merke hier keine Funktion. Hier steht auch nicht irgendwie A oder B drücken, damit man irgendwie drauf kommen kann. Aber hey, so ist diese nicht die Dreamcast, die Saturn aufgebaut. Ach, komm. Echt ideal gemacht, ja, ist nicht mehr so lange hin, bis wir schlafen können. Ja. Kalender, er wechselt sich auch jedes Mal, ist auch ganz irre. Ja, viel kann man natürlich hier nicht finden. Ich habe das meiste ja schon in einem der Videos gezeigt. Wie gesagt, guckt euch mal auf meinem Kanal ein bisschen durch. Da müsste die Playlist zu finden sein. Hoffe ich mal. Je nachdem, wann ihr natürlich das Video guckt. Hallo, ältere Dame, die aufpasst. Darf ich mal vorbei, ja? Aber über die Straße führe ich dich jetzt nicht, ne? Gehen wir doch mal hier schon mal in dem... Oh, die Tür ist schon offen, gut. Ja, stimmt. Ja, wir können natürlich noch nichts machen. Ich würde aber schon mal gerne mal schauen, ob man überhaupt hier noch was finden kann. Hier sind nur Bücher und das ganze andere. Den Schreibtisch haben wir schon durchsucht. Hier ist auch nichts. Aber hier haben wir die schöne Uhr. Oh, da kann man nämlich schön auf die Uhr gucken. Ein schöner Wecker. Ganz irre hier alles gemacht. Und wenn man sich überlegt, zu der Zeit diese... diese Grafik. Ups, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass man... Aber wofür soll das gut sein? Ich kann nämlich... Das Ding kann ich leider nicht nehmen. Ich kann es nur kurz auf... Oh mein... Ja. Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber ich glaube, jetzt können wir mal schlafen gehen. Dann können wir uns wenigstens auf den nächsten Tag freuen. Ach weh, ein anstrengender Tag. 8.30 Uhr, 5. Dezember. Ich hoffe, das ist soweit ganz okay. Aber ich habe es ja soweit geschafft. Wie ich auch mal gehört habe, beziehungsweise mal gesehen habe, es soll auch eine Saturn-Version gegeben haben, beziehungsweise geplant gewesen sein, dass die auf der Saturn kommt. Das kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt. Und in dem habe ich gesehen, dass gar keine Jacke trägt. Naja, der trägt eigentlich nur so ein weißes Shirt, das war's dann schon. Also, ist nicht so, naja, ins Detail gegangen. Man hat sich natürlich auch viel Mühe mehr gegeben bei der Dreamcast, die Version. Also was ich da gesehen habe, oh meine Herren. Die Grafik, die ist ja richtig top gewesen. Ja, wie ich gesagt habe, wir kriegen natürlich noch ein bisschen Geld am nächsten Tag. Ist eine schöne Sache. Interessant aufgebautes Spiel, auf jeden Fall. Joa. Und, oh, der Himmel, der sieht auch nicht gerade schön aus. Naja, da sieht man manchmal Grafikfehler mittendrin. Naja, gut. Komm, Spiele von damals, ey, was soll man erwarten? Das ist eine Top-Grafik. Die haben sich verdammt viel Mühe für diese verdammte Grafik gegeben, wahrscheinlich. Wir müssen natürlich auch einen Weg finden, wie wir anschließend den Friseurladen noch bequatschen können, denn wir wollen ja nicht ewig in der Stadt hausen. Hier haben wir natürlich noch eine schicke Katze, die manchmal am Morgen da ist und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Katze wir diesen Fisch da geben, denn ich hatte mal Fisch mitgenommen gehabt, wenn sich jemand noch entsinnen kann. Und das ging anscheinend auch gar nicht. Ich bin mir nicht gar nicht so sicher. Ich guck mal eben kurz, was passiert. Ups. Achso, hier. Notebook, Item, Rennen, Laufen, Stopp, Action, bla bla bla. Interessant. Ganz interessant auf jeden Fall. Wir hatten doch diesen Fisch. Wo ist der denn jetzt? Milch. Den wir nur bis jetzt ansehen konnten. Schade. Aber merkt ihr das? Wo könnte man an sowas erinnert werden, wenn man hier solche Sachen ansieht? Das erinnert doch wirklich an diese, wie soll ich sagen... Super Smash Bros. Trophäen. Natürlich bewegen sie sich immer, aber meine Herren, ganz schicke Sache. Ja gut, der Katze können wir anscheinend nichts geben. Ich weiß es nicht, können wir die wenigstens streicheln? Das wäre schön. Ich würde schon gerne eine Katze streicheln, aber
sitzt da nur rum und es gibt keine Aktion hier drin. Das ist schade. Hätte man einbauen können, aber es gibt hier im Großen und Ganzen immer ein paar Klitzekleinigkeiten. Nicht jedes Spiel ist 1A perfekt aufgebaut. Sehen wir der Tatsache mal ins Auge. Das Spiel und die Konsole, die hat einen richtigen Erfolg, finde ich. Also, ja, top, würde ich mal sagen. So, rennen wir erstmal Richtung Stadt, damit wir anschließend die zwei nochmal bequatschen können. Ich werde nochmal diese eine junge Dame bequatschen. Ich weiß nicht, ob ich das da gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das an denselben Tag bequatscht werden muss. Aber wir müssen ja irgendwie fortfahren können. Und das können wir nur, wenn wir natürlich auch die beiden bequatscht haben. Oh, es regnet auch schon. Ach, es regnet. Wie schade. Was ist das denn hier? Der kleine Junge und das Mädchen. Ja gut, die haben wir schon angequatscht gehabt. Hier können wir natürlich wieder, wenn wir Durst haben, was trinken, aber Ryu oder wie auch immer der heißt, der hat ja im Großen und Ganzen keine Anzeige von Trinken und das wäre auch ein bisschen blöd, aber es wäre schon, da würde es schon ein bisschen mehr Realismus rüberbringen. Hey. Vorsicht, was man sagt. Die Stadt ist nass, es regnet, wir können da anscheinend noch gar nicht rein, aber ich glaube, das ist noch nicht die Uhrzeit. Was steht denn da? 10 Uhr, aber da können wir eh nicht rein. Ich werde jetzt erstmal gucken, ja, wir müssen ja auch die junge Frau bequatschen. Hier hatten wir, glaube ich, nein, das war nicht die Wahrsagerin. Irgendwo hatten wir eine Wahrsagerin, da habe ich auch einen Part gemacht. Ich kann mich noch nicht ganz so entsinnen, aber ich meine, das Thumbnail, was das zeigt sogar die Folge mit der Wahrsagerin. Hier war sie nämlich drin. Da kann man sich nämlich für ein bisschen Geld ist natürlich übertrieben. Ich habe übrigens mal umgerechnet, also so wie ich noch im Kopf weiß, umgerechnet, wie viel 100 Yen insgesamt in Euro wäre. Das sind umgerechnet irgendwas mit 74 Cent. Natürlich war diese Summe ja nicht hundertprozentig da, weil es auch noch eine Umrechnung gab mit 74, noch was, also 0,74 und noch ein paar ganz heftige Zahlen mit dabei gesagt. Hier haben wir, glaube ich, ein Casino, da waren wir auch mal kurz drin, aber ich war hier in diesem Stand nicht drin. Guck mal, hier sind diese zwei komischen, genervten Raufbolzen. Ah ja. Wenn du nicht mehr zu sagen hast, ich bin ja nicht schuld daran, dass du lebst. Sportgeschäft, Fahrrad. Ich würde mir da schon gerne ein Fahrrad schnappen, aber ich habe mal gesehen in einem Trailer, dass wir irgendwann mal auf Motorrad fahren werden. Ja, der Laden hat schon offen. Die eine ist noch... Doch, die ist da. Die ist perfekt. Das ist perfekt. Dann können wir sie gleich mal ansprechen. Denn ich würde schon irgendwie weiterkommen. Wir sollen ja nicht in der Stadt rumgammeln. But I heard a rumor that Tom had an argument with the people in the car. Do you mean Tom at the hot dog truck? Yeah. Why are you asking about that car? No reason. See you later. Rio. Hmm? Cheer up, will ya? Yeah. See you. Yo, wir sehen uns. Bis später. Hoffentlich habe ich jetzt alles richtig gemacht. Jetzt müssen wir diesen komischen Tanzefreak setzen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine ganze Information jetzt bekommen gehabt. Und die wird auch hier rein. Tom, ja, Tom am Hotdog-Stand natürlich hat was über diesen schwarzen Car doch in Erfahrung bringen können. Hat uns also damit belogen, wie auch da jetzt in Englischen steht. Tom, Hotdog Truck, Headworks, White Black Car, White Black, also BLK als Black Car Man. Also, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall die Informationen holen, denn Tom hat uns wahrscheinlich hier verschaukeln wollen. Dass er wahrscheinlich nichts gesehen hat. Und das ist etwas, wofür wir natürlich noch eine Information brauchen, bevor wir zum Friseur gehen können. Tom. Hey, Rio! Tell me about those men in the black car. What? Nozomi told me you had words with the guys driving the black car. No, I don't remember.
They might have been the ones who murdered my father. Your father? Please try to think. Right, man. I'll try. Those guys in the black car, what were they like? I saw a guy wearing this weird coat. What kind of coat? It was a deep green. Maybe velvet or silk. Like something Chinese. That's Lan and Dee. What happened? They almost hit one of my customers, so I gave them a piece of my mind. But that man, he gave me this glare. I never seen such a cold stare, man. Do you remember anything else? Nope. Try asking Chinese people about Chinese. Do you know any Chinese? Sorry, man. But see that travel agency over there? They get some Chinese customers. I'll ask around for you too, man. Come by later. Sure. Alles klar. Natürlich ist noch was davor anscheinend. Wir haben jetzt wenigstens die Information von dem Herrn Tom erfahren. Landi und seine IC-Information von China People, also chinesische Menschen, wissen davon einige Informationen, haben sie auf jeden Fall, die sie vielleicht hätten. Ich müsste eigentlich mal gucken, eigentlich müsste man da auch eigentlich zu diesem Friseur noch hin, denn das ist auch wichtig, so wie ich weiß. Wir gucken mal erst, ich guck mal eben kurz danach. Und je nachdem, wie der Zeit, von der Zeit aus passt, müssen wir auch nochmal zurücklaufen. Wenn es nicht mehr passt, werde ich das anschließend machen. Das heißt, hier Schluss machen und dann anschließend zu Hause speichern, damit ich das zeitlich auch einhalte, wie ich es geplant habe. Denn ich habe halt mein Zeitschema hier aufgebaut, in dem ich auch selber den Tagesablauf leichter beginnen und setzen kann. Und ich kann halt nicht jedes Mal stundenlang an einem Projekt dran sitzen. Es gibt manchmal den ein oder anderen Vorfall, an dem ich es leider machen muss. Das ist aber nicht immer der Fall. So, ich glaube, hier müssten wir auch nochmal reingehen. Aber nee, das ist noch nicht. Wir müssen tatsächlich erstmal zu diesem verdammten China-Restaurant oder was auch immer das darstellen soll. Und Informationen zu von Chinesen aus hinten oder so irgendwie, wenn ich mir jetzt nicht verlesen habe. Ich habe jetzt auch nicht mehr alles im Kopf. Ich habe nur mal ganz schnell durchgeblättert. Aber ich denke mal, dass wir wahrscheinlich jetzt nach diesen ganzen Informationen weiterkommen können. Sind wir jetzt da oder da lang gelaufen? Hier sind wir lang gelaufen. Da ist nämlich das Blumengeschäft. Da ist die eine. Oh, ich würde mal sagen, die sieht ja schon ziemlich gut aus. Aber kommen wir mal zu der anderen Tatsache. Es geht ja nicht immer nur darum. So, so, also er hat uns ja auf jeden Fall schon mal den Weg gewiesen. Ich wollte nur mal gucken, ob das jetzt kommt mit dem Friseur. Aber nee, da müssen wir uns vorher wahrscheinlich noch Informationen suchen, die... Hat er jetzt hier drauf gezeigt? Ja, ne? Dort gehen wir mal kurz rein. Wir brauchen auf jeden Fall immer mehr Informationen, denn es ist wichtig, weil wir nämlich dieses schwarze Auto suchen, bei dem quasi dieser eine Verbrecher mitgefahren ist, mit den verdammten Bodyguards. Gut, ihr habt da natürlich nicht mitgesehen, ich habe das Video abgeschnitten. Damals hatte ich natürlich noch nicht so die Möglichkeit, das auf 20 Minuten zu setzen. Früher hatte ich es nur so schaffen können, wie ich es bisher gemacht habe, und es hat sich dann anschließend doch geändert. I'm looking for someone who knows about Chinese people. Do you know anyone? Why don't you try the Chinese restaurant near the drugstore? You mean the Ajiji? Yes. I'm sure their employees are all Chinese. Thank you very much. Auf jeden Fall haben wir wieder eine nächste Information bekommen. So, das ist das, was Tom sagte mit den Shiny Peoples, also chinesische Menschen. So, ich habe auf jeden Fall Aishi gefragt mit den Rest der Chinesen,
Und so weiter. Gibt es da noch irgendwas? Nein, falsche Seite geblättert. Nein, sonst sind keine Informationen sonst noch drin. Das war unsere letzte Information, die wir bekommen haben. Wir schauen uns nochmal rum. Denn Chinesen reden ja bekanntlich lieber mit Chinesen, andere Leute. Aber ich glaube, das schaffen wir jetzt in diesem Part nicht mehr. Aber ich denke mal, das werden wir im nächsten Part auf jeden Fall nochmal schaffen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Informationen gefunden. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Rückweg jetzt erstmal setzen. Und mich verabschieden so langsam. Ja, gut, wir haben jetzt heute nicht so viel geschaffen können, weil es einfach nicht machbar war. Wegen dem Abend, denn im Abend ist nicht so viel. Ups, hier können wir glaube ich noch gar nicht lang. Ich glaube, da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir uns noch hier ein bisschen durchfragen. Wie gesagt, viel konnten wir jetzt nicht schaffen wegen dem Abend. Ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen packe, dass wir dann das nächste Mal direkt losstarten, denn ist nämlich so 18, 19 Uhr im Dreh ist, wäre diese ganze Fragerei fast hier nicht machbar, weil die meisten Leute entweder schließen oder aber die ganzen Tore zu sind und, und. Auf jeden Fall werden wir uns das nächste Mal drum widmen, dass wir, ja, wie soll ich sagen, uns drum beschäftigen, dass wir die Chinesen durchfragen. Ist zwar, klingt zwar in meinen Augen ein bisschen rassistisch, hier seht ihr schon, die einen hätten wir natürlich nicht mehr anquatschen können. Klingt auf jeden Fall rassistisch, aber soll es ja nicht so sein. Also ich habe jetzt keinen beleidigt, das soll auch nicht irgendwie sowas heißen. es kommt nur darauf an, dass es halt hier in diesem Spiel vorkommt. Wendet euch an Sega, wenn ihr euch jetzt ein bisschen beleidigt fühlt, aber ich glaube nicht, dass... Ihr wisst, was ich meine und von daher ist nicht so wild, glaube ich, oder? auf jeden Fall, kommen wir mal zu der Tatsache, das Spiel ist und bleibt sicherlich auch ein richtig geniales Game. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, sodass wir in diesem Spiel uns weiter fortsetzen können, soweit wie wir können, dass wir anschließend in den nächsten Teil darauf kommen. Der zweite Teil von Shenmue wird ebenfalls durchgespielt, damit wir, sobald dann wirklich das Release zu dem dritten Teil rauskommt, auch gespielt werden kann. Da ich das natürlich vorhabe, wirklich in ein Let's Play zu bringen. Und davor würde ich schon gerne mal die zwei anderen Teile spielen. Ja, also es ist ja schon so, ich denke mal, da werde ich auch einige mit ansprechen. Einige, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen, werden sich vielleicht ein bisschen erfreuen können, weil sie nämlich mehr sehen von einem Spiel, das sie nicht kennen, was wirklich in meinen Augen top ist. Also ich muss Respekt an diesem Macher geben, der hat mehr als nur die beste Arbeit für sowas gegeben. Ja, ich denke mal, ich werde mich auch so langsam verabschieden. Ich werde jetzt auch mal absichern. Wie ihr seht, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit genommen, um mich nochmal zu verabschieden. Und ja, ich denke mal, wir werden uns auch das nächste Mal hier dran widmen. Und ja, komm. Uns ein bisschen umrum zu fragen, denn wir wollen diese Information mit diesem schwarzen Auto nicht verfallen lassen. Es geht natürlich um ich spreche es wahrscheinlich mal falsch aus, Vater. Und von daher, mal sehen, was sich machen lässt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dahin, ciao.